Hi zusammen, willkommen zur Folge 50 der Sweet Legacy Challenge. Hör mal bitte jetzt auf, da die Sachen einzupflanzen. Weil sie soll jetzt nicht gerade abhauen. Sojawachs sammeln, schnell! Das ist die Nachbarin, die vorher in der Großstadt im Haus mitgewohnt hat. Und ja, sie kam jetzt mal spontan vorbei. Keine Beleidigung wegen hier irgendwelchen Gerüchen in der Wohnung. Spitzbübig betrinken. Ja, was liegt heute an? Auf jeden Fall Pflanzenpflege. Oh, ich habe vergessen, das wegzuräumen. Upsi. Aber wir müssen auf jeden Fall noch jäten und gießen und so. Können wir das nicht mit dir zusammen machen? Hö. Okay, erst Kaffee kochen. Ich verstehe. Das ist natürlich echt wichtig. Stinkt der Müll oder was? Ach, hier stinkt's. Das hast du am Eingang schon gerochen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Na, willst du auch Kaffee? Greif zu. Okay, wir gründen mal eine Gruppe mit ihr, eine Runde mit ihr. Ich werde es nicht mehr lernen, Leute. Ist einfach so. Das wird immer eine Gruppe bleiben. Wir schieben es auf Sims 3. Da war das auch schon so. Da hieß das eigentlich eine Gruppe. So, wir könnten eine Party veranstalten. Wir sollten allerdings heute auch noch unterwegs gehen. Du stürzt dir ja den Kaffee regelrecht rein. Sollen wir Imran einladen? Nein, wir gehen heute woanders hin, Cindy. Ich weiß, du brauchst einen Freund. Oh, du arme kleine Maus, du. Ja, es wäre besser gewesen, man wäre nicht älter geworden. Ich glaube, sowas in der Art dachte sie jetzt. Weil umso älter man wird, ne, umso mehr kriegt man mit, umso mehr muss man verarbeiten. Ja, umso konfuser könnte es werden. Aber guck mal, du hast hier eine wunderschöne Schaukel, meine Kleine. Da kannst du dich doch hier so ein bisschen austoben. Hillary, hey, ich habe gehört, dass du dich mit irgendwem wahrscheinlich angefreundet hast. Okay. Oh. Ja, hier sieht es ganz schön schlimm aus. Könntest du bitte deine... Nee, nicht Zähne putzen. Na, okay, egal. Hände waschen wäre gut. Ey, du wolltest ja jetzt nicht einfach runtergehen. Ich flipp aus, Mädchen. Mach das schön da oben. Oh, unser Besuch ist ganz toll. Guck mal. Ja, schön wischiwaschi. Auch wenn man dich zwingen musste jetzt. Oh, du hast nicht so viel Energie. Ist nicht schlimm. Wir werden jetzt trotzdem mal zusammen den Garten pflegen. Zusammen jäten. Ich würde sagen, zusammen... Was? Geht nicht. Es gibt, glaube ich, nur das eine zum Jäten. Mit Tränen gießen? Ach, man kann wirklich nur zusammen jäten. Aber nicht zusammen gießen. Das ist ja doof. Naja, gut. Dann zusammen jäten und du kannst dann einfach mal gießen. Okay, wenn du es nicht jätest, gehst du gießen und sie geht jäten. Hoffe ich mal. Das war jetzt so mein Plan. Ja, ich glaube, es geht auf. Sehr schön. Ach nee, sie gießt jetzt auch einfach. Ach krass, okay. Sehr schön. Da musst du vielleicht doch alleine jäten. Ah, sehr schön. Das ist doch gut, wenn man ein bisschen Hilfe hat.
Man könnte auch so eine Gärtnergruppe gründen. Ist auch nicht übel. Guck mal, Familiengruppe ist auch noch da. Rumalbern. Oh, ja. Ich weiß. Würdest du bitte hier auch noch gießen? Und dann kannst du die Äpfel ernten. Und wir gucken mal noch gerade, was wir noch hier haben. Bleib hier unten. Da oben kannst du später hingehen. So. Kann man das jetzt hier einpflanzen? Nee, das ist echt nur Deko. Was war jetzt? Keine Ahnung, was passiert ist. Komm mal hier hin. Dann quatscht man noch mit ihr. Ein bisschen Klatsch und Tratsch. Über Lebensanschauungen streiten. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Da fühlt die Jackie sich wieder wie sie selbst. Hi, Tommy. Du, das Glas ist immer halb leer, ne? So halb voll. Ne, wie war das? Ja, jetzt, wo meine Eltern gestorben sind, da denke ich ganz anders drüber, weißt du? Halb leer ist immer das Beste. Ach ja, cool. Danach müssen wir ein bisschen nett sein. Nach Musikgeschmack fragen. Das ist mein Glas, weißt du? Da hast du nichts reinzureden. Ach ja. Oh, wie schön das hier einfach ist. Mit Hubschrauber. So. Was macht ihr jetzt hier? Nix, ne? Oh, sie ist auch wieder zu Hause. Sehr gut. Und jetzt haben wir dir beim Schaukeln gar nicht richtig zugeschaut. Guck mal. Anschubsen der Papi. Du schubst du mich an. Sie mag gruselige Musik, ja. Das erklärt ja alles. Sparren üben mit Charlie. Mach das mal. Mal gucken, ob sie das hinkriegt. Vielleicht hat sie ja Bock dazu. So einen richtigen Streit muss man manchmal an einer Herausforderung messen und beilegen oder halt ausarten lassen. Wir gucken mal. Attacke. Ja. Wuhu. Schön. Wow. Menno, ist das hübsch? Cool. Jetzt haben wir ein bisschen verpasst. Ach, die machen nacheinander. Oder wie? Oder was? Ach, bestimmt. Du hast gar kein Sportoutfit an. Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber. Ach, Tatsache, die machen es nacheinander. Los, streng dich an, Charlie. Bisschen verwirrend, ne? Der Papi hieß ja auch Charlie. Bada bam, bada boom. Ja, sie wird, ne? Es wird immer besser hier. Gut, jetzt haben wir doch keine Party mehr gefeiert. Wir werden allerdings jetzt mal hier pausieren. Oh, was soll das? Hier sind wieder Leute drin. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Wir reisen jetzt mal woanders hin. Okay, du musst noch auf Toilette. Dann mach das mal noch schnell. Ja. Ah, du hast schon. Okay. So, Möhrchen rein. Die haben wir schon im Schrank. Okay. Wir werden nämlich die beiden jetzt zum Friedhof bringen.
Und dafür reisen wir mit der Familie weg. So, die ganze Truppe hier reist jetzt mit, darunter auch der Fabiano und die Tinka, Tina Tinka. Das war ja die Freundin von der Mutti, also habe ich gedacht, die kann auch mit. Und wir fahren hier hin. Und zwar ist es ein Legacy-Friedhof von der Möbel. Möbel? Ich weiß nicht, wie man er sie es ausspricht. Auf jeden Fall reisen wir es dorthin. So, da sind wir. Sehr schön. Wir sind doch alle eine Gruppe. Wunderbar. Kommen wir mal hier rein. Okay, ich glaube, hier fehlt ein bisschen Licht. Zusammen hier hingehen. Es ist aber eigentlich ein echt schönes Grundstück, fand ich. Hier auch mit der Glocke und alles. Okay, jetzt ist das Licht angegangen. Ja, es ist, ne? Ein bisschen frisch. Ich würde mal sagen, du kannst sie auch mal kennenlernen, freundlich vorstellen. Und mit dem Fabiano noch mal kurz reden. Über kalte Temperaturen. Könnt ihr euch mal alle ein bisschen unterhalten. Du mit dem Jonas, mit dem Enrico hast du ja eh, ne? Schlechte Beziehung. Nach Tag fragen. Und Jackie, du kannst mal mit ihm reden. Wir werden keinen Witz machen. Ernsthaft jetzt. Von Interessen schwärmen, das können wir machen. So, dann könnt ihr mal ein bisschen quatschen. Du hast niemanden zum Quatschen. Kannst du mit ihr auch mal reden? Kennenlernen. Oh, gute Manieren. Siehst du mal. Was war das denn jetzt? Wieso blendet sich das aus? Ach nein. Moment. Das ist ja furchtbar. Das ist wieder ein Wohngrundstück. Ich weiß nicht wieso. Es ist eigentlich ein allgemeines Grundstück. So. Und das wird zerstört. Alles klar. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Okay. Ja, manche Grundstücke, ich weiß auch nicht. Also, da können die Ersteller wahrscheinlich gar nichts dafür. Das ist halt einfach so. Okay, wir haben hier Platz. Man könnte hier auch noch was aufbauen. Oh, hier sind so Bänke. Oh, der Wunschbrunnen. Sehr cool. Wir können allerdings auch hier unsere Familie beisetzen. Ja, es ist leider jetzt sehr dunkel, aber ich wollte das heute unbedingt noch machen. Hinten wäre eigentlich auch nicht übel. Oder wir stellen sie hier dazu. Ich meine, wen tun wir denn sonst beerdigen in diesem Let's Play? Außer unsere Familie. Hier kommt ja kein anderer hin. Dann nehmen wir mal diese zwei Bereiche, würde ich sagen. Und dann setzen wir die mal dahin. Die Jolina. Und der Charlie. Und ich tue mal ein bisschen dekorieren und hole euch gleich wieder dazu. Das hier ist jetzt mal die Dekoration. Das hier sind eigentlich so weiße Blümchen noch. Hier die. Ich hoffe, das sieht gut aus, wenn die dann blühen. Wir haben ja jetzt halt Winter hier. Und die Katze ist natürlich eigentlich auch grün. Ne? So, wir haben ein bisschen Licht, wir haben ein bisschen Deko. Ich hoffe, dass die Deko jetzt nicht dafür sorgt, dass die nicht trauern können. Wir testen das. Es wird halt erstmal wieder dunkel, genau. Ja, ein bisschen Licht. So, dann gucken wir mal. Die Verbindung zur physischen Welt stärken, das ist mal Jackies Part, würde ich sagen. So, oh, du bist richtig müde. Ganz schön müde. So, dann hör du auch mal auf zu quatschen. Kannst du hier mal ein bisschen. Nein, nicht ins Jenseits entlassen. Das wäre echt schade. Dann könnt ihr mal irgendwie zusammen hier hingehen auch. Um Charlie trauern, die Kleine auch. Okay.
Und hier auch die Verbindung zur physischen Welt stärken. So. Ja, voll traurig, ne? Aber so ist das. Und in Sims sind die ja nicht so weit weg. Manchmal gibt es ja SMS aus dem Jenseits und so. Zuckerschädel. Jolina. Weiß nicht, geht das? Was ist denn das, wenn ich das jetzt drücke? Oh, emotionale Kontrolle. Hör auf damit. Was ist denn jetzt mit der Zuckerschädelgabe? Spiel spielen, hör auf damit. Ja. Die anderen sind weg. Ihr könnt aber gerne mal noch hier hinkommen. Hier innen drin sieht es auch wunderschön aus. Zusammen sitzen. Und du könntest vielleicht ein bisschen üben. Okay, hier fehlt anscheinend noch eine Toilette. Oh, du bist die Letzte, die hier noch sitzt. Das ist auch einfach traurig, ne? Es ist einfach traurig. Schaut mal, wie schön das hier innen drin ist. Und alle müssen pipi, wir reisen auch bald nach Hause. Es ist schon spät. Wir stellen uns mal vor, hier sind beide zu sehen. Wir gucken mal. Wie das hier klappt bei ihr. Okay, aber alle anfangen ist schwer, ne? Kreativität. Ja, was so altes Gemäuer, ne? Da gibt's halt auch Spinnies. Ja, ist schön gemacht. Mir gefällt das hier voll gut. Es gibt halt nur kein Toilettchen. Aber da müssen die jetzt durch. Schlafen. Sind die kein Echter drin schlafen? Oha. Ja, dann werden wir jetzt mal nach Hause reisen. Die beiden haben jetzt einen schönen Ort gefunden, wo wir auch immer wieder mal herkommen können. Und ja, es werden wahrscheinlich irgendwann auch noch weitere Familienmitglieder folgen. Ich will da gar nicht dran denken, aber so ist das halt der Lauf der Dinge. Der ist halt so. Und wir reisen jetzt mal nach Hause. So, wir haben fast alle mitgenommen. Auch der Fabiano sollte mit. Und er kann jetzt auch mal eigentlich hier reinkommen. Bisschen ein düsteres Kompliment machen. Mehr ist leider nicht drin. Es mussten ja so einige auf die Toilette und wir haben... Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Cindy, du gehst zuerst. Du hast die kleinste Blase. Ja. Erinnert sich an einen verschiedenen Sim. Oh. Das Leben ist zu kurz. Verlängere es im Optionenmenü. Ja, das geht natürlich. Das ist natürlich ein toller Hinweis. So, und du kannst nach Hause gehen, Mensch, Meier, eh. Herbeirufen, nein. Grob voll. Oh. Bitten zu gehen, bitte, bitte, bitte. Und du bist hier auch fremd. Ich weiß nicht, warum die hier drin sind. Hasta la vista. So, und du könntest... Ich dachte, du hast... Ja, okay. Könntest du mit ihm quatschen? Willst du über Marsmenschen erzählen? Ja. Neulich im All. Und du gehst schlafen. Okay, du bist aber auch wirklich todmüde.
Und du kannst auch schlafen. Ihr geht alle schlafen. Ja. Eine gute Idee. So, und du hast Hunger, ne? Fruchtbrause. Ja, dann trink das mal. Ja, nach so einem Tag, ne? So ein kleiner Drink. Ist jetzt für dich anscheinend ganz gut. Du könntest mal was essen. Gibt es irgendwas zu essen? Moripa mit deinem Brüderchen. Lustige Gesichter. Nein. Da kommen, glaube ich, nur Grimassen heute raus. Tu mal jemanden parodieren, ist auch nicht besser. Naja, egal. Tag verschönern. Dann kannst du mal was essen. Wir gucken mal. Haben wir irgendwas? Wir haben gar nichts im Kühlschrank. Außer das hier. Trink mal das Zebrafitz. Plaudern. Ja, setz dich doch dazu. Ich glaube, irgendeiner von euch könnte auch mal was zu essen machen. Na, kommt ihr klar in Solani ohne eure Eltern? Oh, ein Liebesgedicht. Wieso seid ihr eigentlich so leise? Ja, mit den Geschichten kannst du vielleicht warten bis zum nächsten Tag. Du könntest eigentlich was kochen. Es ist zwar schon gleich 1 Uhr, aber an so einem Tag ist das sowieso egal. Wie wäre es denn mit etwas, was man auch zum Frühstück essen kann? Pfannkuchen. Gute Idee. Das machen wir. Ach, du hast Geld gefunden. Sehr schön. Ach, guck mal an. Achtung, eindrucksvolle Persönlichkeit. So, dann quatsch mal noch ein bisschen über... Witze über Vampire erzählen. Ja, er macht mal das Frühstück für die Kleine. Was los? Bitten, das Monster einzusprühen. Oh. Ach, sie will noch ein paar Waldkreaturen kaufen. Jackie. Nein. Keiner hat gesagt, dass du mitkochen sollst. Komm wieder hoch. Ich bin so müde. Oh, du hast ja noch gar nicht geschlafen. Also fast gar nicht. Ei. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch. Nee, du gehst da unten hin. Och, Mädchen. Komm schon. Hilfe, Monster. Ja, die Jackie kommt. Die Jackie kommt. Die Unerschrockene. Euch geht's echt schlecht. Ich habe mich nicht so gut um euch gekümmert, glaube ich. Hilfe, Hilfe. Ja, sie kommt. Pass auf. Nicht rausrennen. Einfach jetzt hier. Nein, nicht rausrennen. Frag sie. Ach, guck mal, sie macht schon. Toll. Ich gehe lieber ein Stück weg. So, Monsterchen, du musst jetzt gehen. Hier ist kein Platz mehr für dich. Super. Bitten ins Bett gebracht zu werden, Jackie. Lauf nicht weg. Oh, sie hat keine Lust, aber hey, sie tut es trotzdem, weil sie war ja eigentlich schon immer eine gute Tante. Nur heute kann sie nicht so sein, wie sie gern möchte. Oh, die liebt sich trotzdem. Toll. Wunderbar, wunderbar. Dann schnurps noch was Leckeres rein. Und dann ab ins Bett. Es war ein echt schwerer Tag. Ich weiß gar nicht, warum du solche Augenringe hast. Habe ich da echt so einen Mod drin jetzt? Dass du so dunkle Augen kriegst? Wusste ich schon gar nicht mehr. So, genau. Ab ins Bett. Schlafen. Es ist echt spät. So, das da können wir in den Kühlschrank machen. Da hat die Cindy was zu futtern. Das kannst du nebenbei trinken.
Nicht noch mal aufstehen, das ging doch sonst immer ohne. Mensch, setz dich. Oh, war falsche Seite, Entschuldigung. Stimbara. Abemova War falsche Seite. Brisu. Fool. So what a Ach ja. Ja, Yanavi. es geht eher. Dann macht's euch mal auf den Weg. Da ist gerade Fabiano verschwunden. Okay. Ja, das war's, ne? Ich würde mal sagen, das tust du noch aufräumen. Und dann gehst du auch mal ins Bett. Das war echt ein harter Tag. Und wir werden mal schauen, was wir die nächste Zeit machen. Die Sophie muss ja noch Level 10 erreichen. Vor allem hier mal ein bisschen weiterkommen. Ganz wichtig, Schreiben üben. Und ja, Jackie muss noch ein paar Partys veranstalten. Oh, guck mal, Gesellschaftsereignisse teilnehmen ist fertig. Das war bestimmt auch, weil wir jetzt unterwegs waren. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Es ist einfach von alleine passiert. Habt ihr ja alles verfolgen können. Ja. Und hier sind auch schon mal drei Stück schon erfüllt. Ja, und Gold, ja, das verdienen wir doch locker. Hoffentlich. Gut, jetzt haben wir Silvester. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das richtig feiern sollen. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt so im Fokus ist oder ob wir dann doch mehr wieder auf die Challenge-Sachen uns fixieren. Ja, ich will ja nicht, dass wir hier versagen, deswegen muss ich da mal ein bisschen schauen. Wir haben natürlich Feuerwehr gekauft und so, aber ja, das können wir ja quasi so ein bisschen nebenbei machen. Mal gucken, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin, wird schon irgendwie alles klappen, hoffe ich mal. Und ja, euch mal noch viel Spaß bei einem anderen Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!